Oh, hallihallo, liebe Leute, hier bei einer neuen Runde League of Legends im Ranked. Ich hatte leider Probleme, mein ganzes League of Legends ist abgefuckt. Und mal schauen, bin jetzt natürlich ein paar Level behind. Ich wollte eigentlich, wie in den Kommentaren geschrieben, Rengar spielen. War aber, hat einen Jungle Main. Und dann dachte ich mir, yo, ich lasse dem den Vorzug, da ich doch einfach im Jungle nicht so stark bin. Also ich versuche mich hier von der Lane zu drängen. Oh, das tut mir jetzt aber leid, Mitte. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber er sollte einfach backen. Hab mir genug Zeit verschafft zum Farmen. Ja, ich kann leider echt nichts tun. Ich hätte ihm gern geholfen. Aber. Kann leider echt nicht viel tun. Aber ich hole wenigstens den Level auf langsam. Bei der Farm nicht natürlich, aber wenn die konnte jetzt in Ruhe farmen. Jetzt den Level. Oh shit. Holy moly. Er hat 10 Level, 10 Farm Level Vorteil und jo. Da kam eine Vi. Alter, später bin ich erschrocken. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Hi. Alter, ist die mich so hart jetzt gang, also kämpfen? Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Schade. Dachte ich bekomme den. War ich zu greedy. Aber ich habe sie aus der Lane gedrückt. Und ich glaube ab Level 6 habe ich eh besseres Spiel als sie. Obwohl sie ein bisschen ahead ist, aber. Jetzt mal weg. Und hol mir einen Morellos. Natürlich sehr safe spielen, weil ich nicht viel tun kann. Aber es ist echt so nervig, ich hab keine Ahnung was passiert ist. Ich konnte normal einloggen, quasi schön laden. Alter, die Botlane rippt richtig hart. Ich will eigentlich kein Blue nehmen, weil die Chance echt zu groß ist, dass ich den abgebe. Also mir lieber, dass er, wenn er ihn nimmt. Ist mir echt lieber. Okay. Dachte ich, da engage da schon wieder. In dem Fall nicht. Aber die spielt schon ziemlich aggressiv. Liebe Leblanc. Mal schauen, ob sie engaged. Sie können die Kälte nicht bekämpfen. Oh, schade. Wenn ich die bekommen habe, hätte. Ich bin tot. Mist. Ah, ich kann nicht viel tun. Leider. Leider ich nicht viel tun.
Ach Gott. Alles ist geplant. Ich bitte. Bitter, bitter. Alle werden niederknien. Ah, bitte lass meine Lane. Ich brauch die EP. Ich glaube, wenn ich die Ulti habe, ist Level 7, aber na ja gut, 47 Farben. Das hat schon einiges mehr wie ich. Keine Ahnung, ich glaube nach der Ulti, nach dem Level 6, also nachdem ich Ulti habe, sozusagen ich gehe. Mal schauen. Also wenn wir jetzt sehen, dass wie gut es geht. Ich glaube, die wird jetzt dann, weil wird jetzt dann auch wieder in die Mitte kommen. Ja, das ist ja schon. Aber ich mache aber gut, wenn ich Damage an der. Mache eigentlich echt gut Damage an der. Okay. Das war auch nicht schlecht. Die hat zweimal den Schaden gefressen. Einerseits von dem Q. Andererseits von dem E noch genommen. Das war nicht ziemlich nice. Oh shit. Das war eine knappe Sache hier. Und sie stirbt. Wow. How to. So. Puh. Dachte schon, ich sterbe hier wieder. Dann wäre ich hier aus der Tür gegangen. Und es gewesen. Lass ich mir zwei Kills. Naja. Na gut, das will man tun, ist halt ein Vladimir. Aber eigentlich, wenn wir ein bisschen aus dem Game nehmen können, nachher, später. Wir haben einen Xin, wir haben eine Tristana, wir haben eine Lissandra. Wenn ich eine ziemlich starke Team-Combo. Oh Gott, das hat gefehlt von mir. Alter, was macht denn die Weichen wieder bei mir? Glaub's nicht. Glaube es nicht. Mal runtergehen. Mal schauen. Oh Gott, nicht Fail-Flash. Schade. Oh nice. Sehr gut. Kommt da noch ein? Aber wenn er nur noch die Jungs bekommt. Und was das so wirf. Oh Mist. Okay, aber Leon bekommt sie noch. Ja. Yeah. Gerade das, dass Tristana so hart engaged hat. Oh nee, nee, nee. Bitte geh weg. Einfach weg. Aber ich habe einen Kill bekommen. Hab zwar auch einen abgegeben, aber. Ich komm da hoch. Aber. Hat er zum Flash geused? LeBlanc bekommt dann wahrscheinlich einen Kill. Oh, einfach laufen. Einfach laufen, Junge. Ja. Ja. Nichts tun. Ah, sogar Jungs bekommt den Kill. Das ist gar nicht worth.
Ja, schade. Naja. Ich glaube, ich kann die ja nicht schon wieder raten, sobald die mich engagen will. Ich habe ja die Ulti. Ja, ich kann die raten. Und die raten. Ich habe ein bisschen Angst, dass Zwei schon wieder hier kommen will. Okay. Ah, Weiß Botley. Bye bye. Ein Gegner wurde getötet. So. Oh, kommt er weg? Na, ah, kommt er, glaube ich. Okay. Ich brauche einfach einen Rot. Dann sieht ja nicht ganz okay aus. Schauen, ob ich mit Vladimir was tun kann. Schauen, ob ich gegen Vladimir was tun kann. Ja, vielleicht. Naja, oder auch nicht. Schade. Dachte ich, vielleicht kann ich was gegen Flamme tun. Aber ich habe jetzt gegen LeBlanc, habe ich echt gute Chancen. Hab den Level-Vorteil von ihr auf Bad wieder ausgebessert. Also meinen Fail habe ich bald wieder ausgebessert. Und der Botlane macht die Rotation gut mit. Sobald der Bot-Tower fällt, müssen die eigentlich in der Mitte kommen. Weil mit mir Botlane dann zu mir kommen wird. Was die jetzt auch machen oder tun. Ja, machen das ziemlich gut. Okay, Kings sollte gedodged. Und Kill für Luna. Aber Toplane ist auch da auch down gegangen, von dem her. Nice. Ich will eigentlich das Rot fertig haben. Damit ich Stacks farme. Okay. Hier schön vor den Tower gehen. Dann wieder auf meine Lane. Aber ich brauche wieder Hilfe, wenn ich auf meiner Lane. Okay. Aber ich komme weg auf jeden Fall. Oh, schade. Schade, schade. Schade, Papada. Das war knapp. Sind alle echt knapp weggekommen. Links sogar geflasht. Ich meine Rot? Noch nicht ganz, aber die, das bisschen Gold warte ich jetzt ab. Die richtigen Runen dabei? Frag ich mich gerade. Ich weiß es nicht genau. Alter, du solltest doch weg. Die Tristana ist ziemlich mutig. Vokon ist tot. Ah, nee. Okay, kann das geben. Mal schauen. Oh, geht. Ah, dieser Vulkan. So tot. Aber was das für ein Gage war, verstehe ich auch nicht. Okay. Das war jetzt ein 4-5-4-1. Ich. Naja, wieso tut man sowas?
Ich muss jetzt ja nicht auf der Lane bleiben. Ich irgendwie die Lane halten kann. Wenn ich schon kann. Ja, vielleicht. Ne, kann ich nicht. Oder nicht. Wenn die jetzt nicht gefightet hätten, hätten wir vielleicht was tun können. Aber Wukong geht halt voll hin. Und engage mit Ulti. Komm links, geh weg. Ja, ich kann die. Die stellt sich halt auch ziemlich gut so, dass ich nicht in Rage bin. Ja, in Rage, in Range. Jetzt hätte ich dann langsam doch gerne mal ein Blue, eigentlich. Aber. Naja. Ich möchte dann immer mal Drillers noch fertig bauen. Irgendwann. Ja. Die haben auch beide wieder. Ja, vielleicht kommt die weg. Nee. Aber Xin ist zum Glück genug stark. Lauf zu mir, lauf zu mir. Ja, kann nichts tun. Schade. Du nervst. Ja, weggekommen. War zwar knapp, aber weggekommen. Oh Mist. Echt, das wird ein hartes Game. Das wird echt ein hartes Game. Schade. Hätte eigentlich ein easy Game werden können. LeBlanc ist richtig bad in der Mitte eigentlich. Und nachher Xin mit 2 Leveln behind habe ich sie gekillt. Aber das ist ein bisschen problematisch hier, der Junge. Ja, süß. Und will er weglaufen. Nice. Ihr könnt keine Lawine aufhalten. Ich weiß nicht, ob wir das tun sollen. Moment, Drake halt. Natürlich ist er wichtig, aber. Meh. Eigentlich nicht so wichtig. Ah, da kommt die Ulti ein bisschen spät. Ein bisschen früh, spät sag ich schon. Nice. Ich kann nicht mehr dann. Schade. Vielleicht können wir den noch killen. Ah, einer weniger. Ah, der ist nicht falsche. Das ist die falsche. Aber wenn ich die Ult bereit habe, dann wird das easy kill. Weg. Ah, okay. Kommt mir eh nicht nach. Aber wir haben den T2-Turm bekommen. Dem ja. Kommt die weg? Ja, ich glaube, die kommt weg. Ich hole mir jetzt das Morelos und den ersten Teil des Xonios. Einfach weil ich safe spielen muss. Aber was ich zwar jetzt. Und langsam. Langsam komme ich rein. Müssen die einfach einzeln catchen. Komm weg. Weg mit dir. Geht weg. Weg.
Weg. Aber Jungs wird, glaube ich, so ein richtig nerviges Problem mit der Zeit. Nein. Lass uns bitte nicht engagen. Okay. Lass uns hart engagen. Oh, ich muss jetzt raus. Ich muss leider echt raus. Aber Xin räumt hier auf. Immer. Nice. Good job. Oh, ich habe ihm den Penta geklaut. Nein! Ah, ich habe ihm quasi den Penta geklaut. Ein bisschen blöd. Wobei, als Ulti und dann Q habe ich nicht einberechnet, dass ich den Penta nehme, wenn ich da rein queue. Level 13, 7 Stacks hier. Langsam wird das. Wird das was, glaube ich. Alles. Platzieren, Ward platzieren. Ich schaue, ob ich hier. Komm. Ich glaube schon. Weil das ist ein Hard Push. Eigentlich sollte ich da weg. Ich denke, Vladimir kommt jetzt Top-Lane und will deffen. Habe ich so das Gefühl. Wobei ich nicht weiß, ob ich Vladimir allein killen kann. Eine Ulti, 450 Damage quasi in Q. 400, dann habe ich 2 Qs. Ja, sollte eigentlich sollte das möglich sein, den zu killen. Eigentlich sollte das echt möglich sein. Oxen killt Vi. Müssen die jetzt einfach auf der Mitte halten? Oh Gott. Nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja. Das war gar nicht gut. Er hat viel zu lange gefollowed. Hätte viel früher backen sollen. Junge, renn. Ich denke, der wird nicht fighten wollen. Ja. War Ulti geused. Und mein Ignite. Aber ich habe ein bisschen echt Respekt vor Vladimir. Mach, weil der doch 5 Kills hat. Habe ich irgendwie ziemlich Respekt vor dem. Und jetzt mal ein bisschen schauen. Warum aufholen. Okay. Repetiert hier. Deffen. Ich habe die Ulti nicht, sonst könnte ich den wahrscheinlich killen. Alle mit der Zeit. Ah, ich kann ihn eigentlich poken. Wenn er keine Minions hat zum Heilen, kann ich den easy poken. Ich gehe halt um, das ist nicht nice. Ah, was tut ihr denn dort unten? Ein Verbündeter wurde getötet. Ich weiß nicht, ich hatte ja Vladimir nicht auf der Top-Lane. Also war es 4 gegen 4. Hätte dich mufen sollen. Mufen. Aber ich hatte halt, hab halt keinen Teleport eingepackt, weil ich mit Link ging. Alter.
Okay, die ist weg. Ich ruhe niemals. Ah, ich habe jetzt einen übergroßen Stab, habe ich jetzt. Zumindest. Nee. Ach Gott. Wieso fightet er meine Wukongshit 2-7? Wieso will er ständig Vladimir fighten, der einfach einige Kills mehr hat, wäre er. Verstehe ich halt nicht. Ah, wir haben drei Dragons. Und Top Lane steht halt immer noch so, wie sie gestanden hat. Langsam. Bisschen hier. Komm. Gut. Wir könnten ja nicht einen Sneaky Bären machen. Vielleicht kann man einen Sneaky Bären machen. Mal schauen. Ja, wir haben Baron. Nice. Alle back bitte. Und einkaufen und pushen. Das ist richtig nice jetzt. Alter, Xen. Wo bist du? Ja, die werden sich nicht catchen lassen. Denke ich. Okay, wir wollen Mitte pushen, dann pushen wir Mitte. Okay, Bomb Flashes. Okay. Macht aber auch einen Damage. Nicht wahr? Alle werden niederknien mit der Zeit. Warte, wir müssen nochmal mit den lieben Super Minions pushen. Das war alles. Das Problem ist, der Bam-Buff hält halt auch nicht ewig an. Nein. Wir splitten viel zu hart. Jetzt haben wir keine Minions. Jetzt haben wir leider keine Minions. Ups. Ich verstehe es nicht. Die Welt hat vergessen. Nein, wir können halt nicht gegen Vlad engagen. Ey, Vladimir ist so strong und so tanky. Ja. Das Game halt wieder hart. Wie das bekommen sie denn hin, wenn sie es einigermaßen schlau machen? Nice. Wenn sie es einigermaßen schlau machen, bekommen sie denn hin für das? Ja, leider nicht. Aber wir bekommen vielleicht einen Top Tower. Ja. Top Tower. Ich mache halt irgendwie auch noch nicht so wirklich viel Damage. Und ich meine eigentlich mache ich pro Q 400 Damage, das heißt pro 2 Sekunden 400 Damage plus ein W mit 400 Damage und ein E mit 400 Damage. Aber wir sehen, also wenn die uns engagen, trotz Baron Buff haben wir keine Chance gehabt. Gut, wir waren halt auch gesplittet, wir waren 4 gegen 5. Leona hat sich halt catchen lassen, hat hier wegteleportiert. Wieso auch immer.
will den nicht rausziehen, verstehe ich nicht. Aber Blanco ein bisschen aufhalten. Oder links aufhalten. Alter. Nice. Nice. Es war immer ein schöner Teamfight. Keiner gestorben. Leblanc haben wir nicht bekommen, aber vielleicht kriegen wir, eigentlich sollten wir Inhib kriegen. Ja, ich glaube, wir kriegen den Inhib. Leblanc kann eigentlich nicht deffen. Wenn sie deffen, wenn sie versucht zu deffen, dann wird sie einfach geload. Und weggekillt. Dem her, nice. Haben wir den Inhib bekommen? Ja, da ist Vladimir, glaube ich, ein bisschen zu heim gegangen. Und ja, ich weiß nicht, was uns gelingen habt. Jinx konnte auch nicht in den Dragon Pit gehen. Wurde ein bisschen gezoned von mir. Wir konnten somit eigentlich ziemlich gut die abhalten. Sie hatten keinen ADC, hatten eigentlich 3 gegen 5 im Pit gefight, weil LeBlanc nicht reingehen konnte. Und Jinx wurde dann halt einfach geultet. Also geoldkillt von mir. Und wenn die halt in der Ulti ist, dann kannst du nicht viel tun. Ist ja eigentlich Pappe. Dem her. Easy going. Sehr nice gemacht. Sehr gute Teamfight. Und hier der Break. Dem her ist ziemlich nice. Ja, da können wir was tun. Da können wir eigentlich was tun. Weil der kommt nicht weg. Es sollte eigentlich nicht wegkommen, sagen wir es so. Ah, komm, hoch mit ihm. Hoch mit ihm. Nein, nein, weg. Ja, schade. Wenn er geultet hätte, wäre ich hier rangekommen, dann hätte ich geultet und dann wäre es gewesen für den lieben Fladdy. Oh Junge, haben wir nicht in Form. Dann bitte auch hier noch. So viele Geheimnisse. Jo. Alter. Zeitalter vergeht. Naja. Haben wir hier ein Wort? Wenn ich sollte nach Bären gehen. Die Wächter werden sich. Ups. Mann, über großen Stab gefahren. Oh Gott. Ja, die sind echt alle hier. Was macht Flame hier? Okay. What the hell? Also, das habe ich jetzt echt nicht verstanden, was Vladimir gemacht hat. Und Aced. Nice. Können wir finishen. Ja. Alles vorbei. Keine Ahnung, was Vladimir dort gemacht hat. Ob er Brain of Car rumgelaufen ist. Aber der hat aber auch wirklich das Spiel gekostet für das Team. Er wurde gecatcht, war Half-Life. Das hat uns eigentlich echt den Sieg geschenkt. Und keine Ahnung, also ihr habt es gesehen. Einfach schön in die Masse reingelaufen, ohne Angst auf Verluste ja. Durch. Und hat uns echt den Sieg gegeben eigentlich schon. Jetzt bei 97 Ligapunkten, 839 finde ich ziemlich okay. Und der Schaden mit Xen am höchsten, obwohl ich ja doch ziemlich behind war. Hoffe, euch hat es gefallen, war ein sehr nice Game. Tut mir leid, dass ich am Anfang nicht dabei war und
Wenn ich AFK bei meinem LOL irgendwie noch ein bisschen Pause brauchte. Und hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer neuen League of Legends. Und bis dahin sage ich, macht's gut und bye bye.